Ja, ich war überwältigt. Erstmal die große Anzahl überhaupt der Patienten, die gekommen sind. Und ich meine, die Wetterverhältnisse waren nicht gerade die besonderen. Gerade eben hat es ja auch wieder ordentlich angefangen zu regnen. Deshalb weiß ich das noch mehr zu schätzen, dass also wirklich die Patienten den Weg auf sich genommen haben. Aber ich glaube, die waren alle sehr zufrieden. Einmal, dass eben auch bei den Vorträgen selbst die Patienten mit zu Wort gekommen sind. Es war eine Teamarbeit und das schätze ich eben hier besonders. Und was ich eben als Novum hier auch diesmal dabei hatte, war Patient Power. Und ich denke, das ist ja einmalig jetzt gewesen in Deutschland und ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal gewesen sein wird. Denn ich denke, so haben eben auch einige andere Patienten oder auch Ärzte die Möglichkeit zu sehen, was hier ja abgegangen ist. Ich möchte ganz einfach, dass Patienten informiert sind, dass sie wissen, welche Therapiemöglichkeiten bestehen, welche Hilfsmittel tatsächlich vorhanden sind und dass wir also auch die Lebensqualität der Patienten verbessern können. Was natürlich ein Riesenvorteil von uns mittlerweile ist, dass wir so lange im Geschäft sind und dadurch eben auch viele Patienten Nöte kennen und die dann auch immer wieder einbringen können, wenn es darum geht, Studien mit zu beeinflussen oder überhaupt Entwicklungen zu beeinflussen. Und was wir eben auch im Besonderen haben, wir entwickeln sehr, sehr viele Patientenbroschüren, die mittlerweile auch sehr gerne von Ärzten wahrgenommen werden. Gibt noch eine ganze Menge, gerade in Deutschland zu tun, dass der Begriff Patient Advocacy in Deutschland ja völlig fehlinterpretiert wird und als Patientenvertretung nicht so gelebt wird, wie es eigentlich verlangt sein sollte. Und da gibt es eben nur sehr, sehr wenige. Eine davon ist der Jan Geißler, der das also wirklich ganz toll macht. Aber die Möglichkeit haben eben nicht viele, weil ich sag mal, da muss auch so ein bisschen Talent dahinter stecken und man muss eben auch die Muße haben, das tun zu können. Also, dass wir immer mehr in Gremien auch mit eingebunden werden, das ist, denke ich mal, ein Vorteil. Wir arbeiten ja auch als Leukämiehilfe Rhein-Main selbst auf europäischer und internationaler Ebene mit, was leider in Deutschland nicht sehr häufig ist. Also, da wünschte ich mir, dass da noch mehr passiert. Bleiben Sie neugierig. Stellen Sie Fragen. Wer mehr fragt, erfährt mehr. Es kommt niemand, wenn man zu Hause im Kämmerchen sitzt und klopft an die Tür und sagt, was darf ich Ihnen erzählen, sondern man muss selbst aktiv werden. Und ich denke, das ist etwas, was wir erreicht haben, dass wir vernünftige Informationen geben können, dass wir ein sehr gutes Netzwerk mittlerweile haben, nicht nur in Deutschland, sondern eben auch europaweit und international. Und ich finde, da passt jetzt auch so eine kleine Anekdote. Wir haben gerade einen Anruf gehabt aus Australien, wo ein inzwischen älterer Patient als junger Mann in Deutschland behandelt worden ist und der verzweifelt nach seinen Unterlagen gesucht hat. Und da konnten wir ihm helfen durch unsere Verbindung, dass tatsächlich seine Unterlagen gefunden wurden und somit den Ärzten, die ihn jetzt behandeln, auch helfen, entsprechend besser zu therapieren. Und gerade heute wieder, wir haben so viele Patienten wirklich motivieren können, sich mehr um ihre Krankheit auch Gedanken zu machen. Das heißt nicht, dass man seine Krankheit lebt, also man soll das Leben leben und man soll wirklich das so normal wie möglich machen. Aber ich denke, was ganz wichtig ist, dass man Bescheid weiß, was man erwartet.